12. Oktober 2005, Mutter Gottes. Meine lieben sühnenden Kinder, ich habe die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens über euch ausströmen lassen, um euch hierdurch zu helfen. Viele Menschen in der Welt haben diese überflutende Gnade angenommen. Doch ich möchte, dass sie auch in eurer Heimat von immer mehr Menschen angenommen wird. Die Gnadenausstrahlung meiner Liebesflamme muss aus dem Kreis des Ungartums erfolgen. Meine Kinder, deswegen bitte ich euch inständig, seid meine guten Mitarbeiter und lebt die Liebesflamme. Seid durch euer Leben frohe Boten der Liebesflamme. Legt auf diese Weise Zeugnis davon ab, dass ihr im Geist der Liebesflamme wahrhaftig lebt und sie in euch und durch euch wirken lasst. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.